was ich von dem erfahren, dass ich die U19-WM kann, ist sicher zum einen eine riesige Erleichterung, dass ich gehen kann. Oder? Aber auch sicher eine positive Nachricht. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Und ja, jetzt hoffen wir das Beste für die WM. Meine Stärke ist zum einen die Physis. Also sicher mal in Säckle ziemlich viel. Und zum anderen, ja, würde ich sagen, sicher, ich bin ein Two-Way-Center. Also so ein bisschen defensiv und offensiv. Ein beides. Auf dem Feld sehe ich meine Rolle eher so als, als Kämpfer, als Fighter. Ja, eben einer, der gegen Bau ausgraben, auch defensiv arbeitet. Sich nicht schade ist, das zu machen. Und ja, sicher einer oder unsere ganze Linie, die eher auf Konter spielt. Und dort sehe ich sicher die Stärke, dass wir dort etwas reissen können. Manchmal ist auch so ein bisschen der Glon. Also, entweder einer, ich bin manchmal ein bisschen verpeilt. Der, der manchmal etwas länger hat, für etwas zu checken. Und darum würde ich sagen, ich bin dort einer, der nicht alles allzu ernst nimmt. Mein sportliches Ziel ist sicher mal in die Nazi von Wieler zu kommen. Also, das ist sicher in den nächsten Jahren das Ziel, das ich habe, dass ich dort mal spielen kann. Und sicher später, es ist ja eigentlich von jedem der Traum, dass man dann mal also in der Schweizer A-Nazi spielen kann. Und darum sind das so ein bisschen die zwei grossen Ziele eigentlich nach der U19-WM.